Musiker Rainer Trepesch, 2 Stunden vor dem Auftritt. Ihr habt ja einen neuen Song zusammen aufgesetzt, Karin Engelhardt und du. Wie heißt denn der Song? Der Song heißt Zurück zu dir. Er wurde geschrieben von Nick, jeder wird ihn kennen. Früher war es Knickerbocker und Biene. Kommt ihr alle noch vor mir dran? Ja. Oh, ich hab da einen Platz gekriegt. Nein! So viel Gestörte gibt's auf der Welt. Marianne Trepesch, hallo, die Managerin hinter dem heutigen Abend. Wie warst du denn zufrieden heute? Hallo, guten Abend. Ja, ich war sehr zufrieden. Es war ja der erste gemeinsame Auftritt. Auch das Feedback von dem Lied, ich will zurück zu dir, ist natürlich eine ganz tolle Image an die Geschichte heutzutage immer auseinanderzugehen. Hallo, guten Abend, Walter Bannert und Werner Schulze-Erdl. Wie hat Ihnen denn der Abend gefallen heute? Hervorragend. Also ich bin begeistert, wir haben schon lange darüber unterhalten, uns unterhalten, wir kennen sie auch. Aber junge Leute können von ihr lernen, die Leidenschaft, diese Begeisterungsfähigkeit. Ach, sie sprudelt einfach so. Das ist, ich kann das einfach gar nicht richtig beschreiben. Ich kenne kaum einen Menschen, der so eine Power hat wie sie. Herr Bannert. Ja, was mich begeistert hat, ist, dass sie eine sehr familiäre Stimmung geschaffen hat. Es ist ein öffentlicher Auftritt und sie hat es mit ihrer Persönlichkeit geschafft, alle mit einzubeziehen. Es ist eine Kunst. Ja, hallo. Wir haben hier Peter, bekannt unter dem Namen The Officer. Peter, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Musikrichtung. Das ist ja gerade absolut im Trend. Du machst das auch mit Amerikanern zusammen. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Ich habe 1996 meine erste Single veröffentlicht unter dem Namen Stoney. Bin dann 98 zu einer weiteren Plattenfirma gegangen unter dem Namen The Officer. Habe mittlerweile 21 Maxi-CDs veröffentlicht und gerade mein 4. Album veröffentlicht. So, jetzt haben wir Karin Engelhardt und Peter Kent vor der Kamera. Ja, sehr schön. Ein toller Abend gewesen. Karin, du warst zufrieden? Begeistert. Also man schaut mich bloß mal an. Ich habe immer noch einen Adrenalinspiegel und ich sage, es war, wie hat man in die 80er gesagt, Oberaffengeil. Ja, super. Ich meine, du musst das ja sagen. Mal gucken, was hier der Peter sagt. Also es gibt so einen schönen Spruch, wenn man sagt, wer sich an die 80er erinnern kann, der hat sie nicht erlebt. Verstanden? Und es war schön. Und wie ist das heute? Was hört man von dir als nächstes? Das ist schwierig, ganz einfach, weil zwischen Hip-Hop, Techno, Trance und den ganzen Sachen hat man nicht unbedingt Platz mit seinen Sachen. Und ich kann nicht anderes machen, weil ich bin so, ganz einfach, ich bin ein Melodiemensch. Und ich kann nur melodische Pop-Songs machen. Und ich glaube, das Zeitfenster ändert sich gerade wieder, dass ich da mein Schlupfloch kriege. Das hoffe ich. Ist doch so. Das würde ich nicht schlecht finden. Und vielleicht das sogar mit mir, denn Wunder gibt es immer wieder. Es gibt den schönen Spruch, dum spiro spero. Solange ich atme, hoffe ich. Ich bin und die Karin und das ist der Peter und in der Drehleier waren wir daheim. Da sind wir daheim und da bleiben wir daheim und in Bayern auch.
Super. Peter Kent, wie hat dir der Abend gefallen heute? Karin ist eine Granate. Es ist unglaublich, also 2 Stunden aus, ja, es ist wie so Stehgreif-Comedy. Aber sie nimmt sich selber auf den Arm.